Ja, wenn ihr Eintritt begehrt, wird man ziemlich schnell einen einfachen Magister Minor herbeischaffen, der sich dann eure annimmt und dann fragt, was ihr wünscht. Bevor wir reingehen, frage ich nochmal Ephadarius. Ephadarius meine ich. Willst du hier schon etwas mehr über, naja, über deine Gabe herausfinden, die ich entdeckt habe? Ja, je nachdem, Oder? was du da für richtig hältst. Ich habe ja gesehen, was du kannst. Und boah, ich glaube, das werde ich niemals lernen, aber. Naja, ich habe dir ja versprochen, dass ich dich untersuchen werde. Da finden wir hier in Kundrum sicherlich noch auch Zeit für. Deswegen frage ich, ob ich es ansprechen soll oder ob du es ansprechen willst oder ob du es erstmal, naja, ob wir es mal unter uns behalten wollen. Ach so, ja, meinst du denn, dass das, also. Drachenei heißt das hier, ne? Was lehren die hier? Ah, die machen viel mit, naja, mit Artefakten, mit Objektverzauberungen zum Beispiel. Na, ich weiß nicht, ob das so mein. Also. Ich schätze, dass ich was mit Wasser kann. Das ist schwer zu sagen, aber dich zu analysieren, das werden die hier sicherlich auch können. Frage halt Okay. nur, ob du es so nach außen tragen willst, ob es schon jeder wissen soll. Ja, du meintest ja, dass Magie an sich nichts Schlechtes ist. Also, wir müssen Ihnen ja nicht erzählen, woher das kommt. Also gut. Vielleicht könnt ihr aber einen Ursprung feststellen, wenn du, ich weiß nicht, wie toll so eine Analyse ist, aber vielleicht könnt ihr einen Ursprung feststellen, ob das wirklich jetzt hier vielleicht, du weißt schon, von dem Kontakt kommt, von dem du erzählt hast, oder ob das vielleicht jetzt hier so ein Geschenk Efforts ist. Ja, geht das denn? Also, ich hatte es verstanden. Brindicia, meinst du nicht, dass. Ja, wenn das geht. Und wenn Naja. sie, und wenn das nicht so teuer ist, ich meine, je nachdem, wie teuer das ist, wer weiß, wir sind hier im Kundium, ihr sollt halt immer nach dem Preis auch fragen. Also, sicherlich werden sie sich ihre Dienste bezahlen lassen. Und ich hatte dir ja schon vor 1 oder 2 Wochen gesagt, ich glaube nicht, dass diese Gabe, dass du sie erst vor kurzem erhalten hast. Mir ziemlich sicher, dass du sie schon von deiner Geburt an hattest und es jetzt entdeckt hast. Alles andere würde mich schwer wundern. Naja, kümmern wir uns erstmal um diese zerbrochene Kugel und vielleicht finden wir jemanden, der nicht nur Kugeln, sondern auch große stattliche Zyklopäer magisch dingsbumsen kann. Genau. Möchtest du die Kugel behalten? Vielleicht nehmen die Magier diese auch im Tausch gegen ihre Hilfe an. Ja, ich habe sie jetzt dir gegeben. Das musst du beurteilen, ob wir die gebrauchen können. Ich habe sie in den letzten Tagen ein wenig untersucht. Es ist wohl noch ein wenig Restmagie dort drin. Vermutlich exische Zauberei, aber nun zaubern kann man damit nicht mehr. Vielleicht kann man noch etwas herauslesen über die Beschaffenheit der Zauber, die da drin sind. Ja, dann lass das mal herausfinden, oder? Können wir machen. Also ich für meinen Teil werde da nichts rausgewinnen aus dem Stück. Deswegen, wenn du keine Verwendung dafür hast, dann nun können wir es zumindest als Möglichkeit ansehen, die Kugel als Tausch anzubieten. Okay. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, die Ritter halten euch, wie gesagt, erst kurz auf und fragen nach eurem Begehr, holen euch dann einen Magister Minor und der würde euch dann zu einem Gästeportal bringen. Auch hier mit goldenen Einlegearbeiten verziert. Werdet ihr dann von weißgewandeten Dienern empfangen. Das sind dann ganz profane Leute. Links und rechts des Portals befinden sich kleine Sitzbänke und daneben ein paar Schalen mit frischem Wasser und sauberen Tüchern. Sodass ihr dann auch euren Straßenstaub von den Füßen waschen müsst. Und dann bekommt ihr auch Hauspantoffeln von den Akademieräumen gestellt. Wenn ihr euch hier weigern solltet, dann dürft ihr genau hier bleiben und nicht weiter. Ihr könnt auch kurz sehen, wie sich hier wohl ein Luftdschinn um euch herum windet und dann die Treppen wieder nach oben steigt. Wirklich viel habt ihr nicht mitbekommen, nur das lauthalse Lachen. Und dann seid ihr wieder alleine.
Nach einiger Zeit kommt dann. Ja, wo wolltet ihr hin? In welche der Fakultäten? Es gibt in dieser Akademie mehrere, und zwar 7 Stück an der Zahl. Die analytische Fakultät, die Jamib al-Abrahas. Die theoretische. Die Fakultät für Materialkunde, die alchemistische Fakultät. Die Fakultät für Kampfmagie, wo dann eventuell Brindigian den Fulminictus, sondern den Ignifaxius lernen könnte. Und die nautische Fakultät, die allerdings erst seit kurzem besteht und quasi sehr ausgelagert ist, weil zurzeit befasst man sich wohl mit dem neuesten Schiff der Sulman al-Nasori, die dann vor ein paar Jahren ausgelaufen ist. Das heißt, die nautische Fakultät ist gerade sehr, sehr leer. Dann fragt man einfach mal die Wache, in welche Fakultät muss ich denn später gehen, wenn ich mich beraten lassen will, zum Thema Schutz gegen Magie? Was es da für Möglichkeiten gibt. Wahrscheinlich die theoretische Fakultät. Okay, dankeschön. Das haben wir natürlich mitbekommen. Da will dann Rodrigo später auch hin, aber er begleitet erstmal die anderen beiden. Mal schauen, was die so machen wollen mit ihrem Ei und Elfadaios Ei. Also die sitzt aber auch eine Kugel. Ja, das ist dann höchstwahrscheinlich die analytische Fakultät. Die befasst sich primär mit Analyse und Rekonstruktion von taumaturgischen Objekten. Also genau das, was Brindigian gerade in seiner Hand hat. Die zerborstene Kugel eines Kristallomanten. Hier erforscht man dann auch Arcanoglyphen. Das heißt, wenn du hier weitere Arcanoglyphen lernen willst, wirst du auch hier später richtig sein. Achso, die praktische Fakultät habe ich eben noch vergessen, ist aber egal. Dann siehst du dort einen Magister Major, beziehungsweise einfach nur einen etwas älteren Herrn, der dann auf dich zukommt. Das ist wohl offensichtlich ein Garetier. Und er stellt sich dann als Eschentobel vor. Ja, alles klar. Akademie, Analyse, Kristallkugel. Was genau wollt ihr haben? Dass ich euch die Kugel untersuche und euch sage, welche Sprüche darin gewirkt haben, oder? Ich habe sie bereits ein wenig untersucht, Bruder, Schwester. Konnte nur noch die Restmagie eines einzelnen Zaubers feststellen. Aber vielleicht könnt ihr oder eure Adepten die vielleicht noch tiefer untersuchen. Vielleicht ist sie ein gutes Anschauungsobjekt. Das ist immer eine exische Magie. Da kommt man nicht so oft dran. Und das Ding ist auch gar nicht alt. Also das haben wir vor einer Woche, einem dieser Echsenzauberer abgenommen. Mitten auf Maraska. Ganz recht. Mitten auf Maraska. Überlasst ihr diese Kugel der Akademie zum Studio? Ich gucke nochmal so Fragen zu Elfadaios und wird es denn ihm geben? Das würden wir gerne. Wir würden sie euch überlassen, aber nun, wir haben natürlich auch noch einige Anliegen. Zum einen würde ich eine Thesis bei euch erwerben und auch das Wissen über eine bestimmte Arcanoglyphe würde ich gerne erlangen. Und mein Freund hier, deutet zu Elfadaios, hat ebenfalls noch ein Anliegen, was ihn selbst betrifft. Alles der Reihe nach, okay. Ihr seid Mitglied in der Grauen Gilde, nicht wahr, Kollege? Das ist richtig. Ausgezeichnet. Dann sollte euch die Bibliothek eigentlich offen stehen. Ich denke, wir könnten in diesem Sinne auf die einmalige Gebühr verzichten. Lassen wir uns einfach dann mal anfangen, dass ich diese Kugel analysiere und euch dann einen Gegenwert nenne und danach können wir über weitere sprechen. Dann daraus wollte ich zu Rodrigo rüber. Kollege, ist ein bisschen etabliert hier, habe ich das Gefühl. Und er zuckt mit den Achseln, schaut dann wieder kurz, Everdice. Wenn er das Ding analysiert hat, dann hat er schon alle Informationen, die er haben kann und will, aus der Kugel rausgeholt. Und dann hat er doch schon alles, was er braucht. Dann ist das Ding doch für ihn nicht mehr so wertvoll. Na, vielleicht behalten wir die Kugel ja auch. Ja, Brindigian, stimmt das denn? Ich kann ja nicht wissen, was sich hinter dieser Kugel befindet, wenn ich sie vorher nicht analysiert habe, nicht wahr? Naja, aber dann könnt ihr ja hier einen tollen Schatz bekommen oder gar nichts. Was haltet ihr davon? Wir stehen jetzt beide im Patt und wissen nicht weiter, nicht vor und nicht zurück. Spielen wir doch etwas rote und weiße Kamele und unterhalten uns während des Spiels darüber.
Ach, nö, Er greift in seine Manteltasche, holt sich eine Pfeife raus, tut ein bisschen Tabak rein und steckt sie sich an. Ein Luftgin kommt herbei und bringt etwas Tee. Danke, Bruder, Schwester, aber ich muss zugeben, ich bin nicht so bewandert im Brettspiel. Ihr werdet leicht das Spiel mit mir haben. Das ist doch gar kein Problem. Es geht doch eher um das Spiel an sich und nicht um das Gewinnen. Also ich interessiere mich für das Spiel Brindijan, wenn ich darf. Ich bin natürlich auch nicht so gut, aber ich finde das Spiel unheimlich interessant. Kannst du Magma es hat ein mir auch die wenig? Grundzüge davon beigebracht. Ich würde gerne die Regeln lernen, ich kann sie überhaupt nicht. Das kann ich euch ein wenig zeigen. Die Grundregeln, das kann ich. Ich kann nicht diese ausgefeilten Dinge, aber Grundsachen verstehe ich dann. Von daher hat mir das. Nein, Ragnar hat mir damals auf dem Schiff beigebracht. Dann spielt mal lieber ihr. Also, ich bin da gänzlich unbegabt und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf sein Geschwafel. Euer Gnaden, wir können auch etwas Garadan spielen. Gar kein Problem. Was meint ihr, was können wir spielen? Garadan. Das Spiel der Kriegsfürsten. Ich kann, glaube ich, nicht ganz folgen. Welches ist das? Ich kenne es vielleicht unter einem anderen Namen. Nein, das heißt überall Garadan. Ja, Schach ist es nicht ganz. Eher Risiko, würde ich sagen. Also so eine Mischung. Also ja, es ist, du kannst es auch mit Kriegskunst spielen. Aber ja, es ist eigentlich Kriegskunst für das Ja, da könnten wir vielleicht etwas mehr draus ziehen, oder, Rodrigo? Garadan kann ich auch. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Er klatscht einmal in die Hand und ein Diener in weißer Uniform bringt dann ja, einen Teppich mit rot und weißer Kamele, wo dann Rodrigo und Brittigern spielen können. Und er sitzt dann ein Brett weiter daneben und spielt dann Garada. Das heißt, er spielt zwei Partien und zwar, ja, er macht das dann über Kreuz, ne? Das einmal Garadan, also so ein bisschen Schach und das andere so ein bisschen rot und weiße Kamele und macht dann beides gleichzeitig. Oh Mann, sollte ich mir das. Ja, Rodrigo setzt sich da freudestrahlend hin und schaut sich nochmal die Figuren an, schaut sich nochmal den Teppich an, der da vor ihm liegt. Das war die Oase. Wer hat er nochmal gesagt? Ah, wenn man über die Berge geht, ist nicht immer der beste Weg. Ja. Gott, hoffentlich kriege ich das alles noch zusammen, dass ich dann Tipps bekomme in der kurzen Zeit. Was ist das Ziel Was des ist das Spiels, Ziel? Rodrigo? Du musst Ziel ist deine die. Kamele dort drüber bringen, oder? Ja, genau, ich muss hier sozusagen hier die Waren aufsammeln und dann muss ich die hier zum Händler bringen und dann muss ich natürlich mit den Kamelen wieder zurück, dass ich sozusagen das ganze Geld nach Hause bekomme. Aber da kann viel unterwegs passieren. Ah, der Schnellere hat gewonnen. Oder der, der das meiste Geld nach Hause Ja, bringt. genau, aber wenn du zu schnell bist manchmal, dann kann es passieren, dass dann hier, da zum Beispiel, da gibt es so eine Höhle, da können Räuber rauskommen. Er kann sich entscheiden, da vorne von seinen Kamelen, wenn er an dem Punkt ist, so in der Nähe, zwei seiner Kamele zu opfern, dann kommen dort Räuber raus aus der anderen Höhle. Das geht aber auch genau andersrum. Also, das ist. Da muss man eben aufpassen. Abkürzungen sind auch sehr gefährlich. Ah, ich Würfelt verstehe, mal eine scheint. Brett- und Kartenspielprobe oder Kriegskunst, also Ephadaios darf Kriegskunst würfeln. Kann ich auch bei den Karten spielen? Dann kannst du auch Brett- und Kartenspiele eben. Also, Rodrigo will Kartenspiele, weil er hat eben sozusagen das Talent und will ganz gerne auch rote und weiße Kamele spielen. Ja. Talent Wert Spiele ich 0. auch? Ich gucke Rodrigo Ja, eher so über die Schultern. du kannst auch voll. Ich hat nämlich Doch. nichts. Rodrigo hat noch 6 Sterne übrig. Kriegskunst hast du auch nicht? Doch, du hast auch Doch, doch, Kriegskunst. das habe ich glaube ich irgendwo. Würde ich auch Würde ich auch zulassen. zulassen. Dann spielst du mehr bei Ephadaios mit und gibst ihm so ein bisschen Tipps und guckst dann zu, was Rodrigo dann auf der linken Seite macht. Erschwert oder sowas? Nee, einfach Kriegskunst. Naja. Ja, ihr habt irgendwie von Tuten und Basen keine Ahnung. Rodrigo kann euch die Regeln erklären. Und der Magier Eschentobel würde euch dann für die nicht analysierte zerbrochene Kugel eines exischen Kristallomanten 7 Dukaten bezahlen, weil er kann halt nicht wissen, was sich dahinter befindet, ob sich da überhaupt was hinter befindet. Am Ende hat er halt eine komplett leere Kugel, die zerbrochen ist und nichts wert ist und mehr als 7 Dukaten wird euch da nicht bezahlen. Halte ich das für fair? Schon, oder? Also ich meine, du hast ja schon einen Blick reingeworfen, du weißt, Ja. dass die Magie verfliegt und welcher Zauber als letztes gewirkt wurde. Aber
mehr kriegst du da auch nicht raus. Das ist ein wirklich humaner Preis. Ja, man schaut mal am Tor, das ist ein Kartenspiel, Kriegskunstbrett von denen. Sagt nichts dazu, schaut einfach nur mal so und denkt sich so, boah, alles ziemlich unübersichtlich gerade von hier aus. Ja, und spielt weiterhin sein Spiel. Ja, also dass Eschentobel da links und rechts beide Partien spielt, ist eine Meisterleistung. Dass er euch auf beiden Schachfeldern bzw. Garadan und Rot und Weiße Kamele abzieht. Ja, 7 Dukaten. Alles klar. Also sehr gerne. Macht ihr das. Dann gut. Alles klar. Dann nimmt er dir die ab, würde dir dann 7 Dukaten abzählen und wirkt dann sofort ein Odem und ein Analyse. Das dauert ein bisschen, er murmelt ein bisschen was in sein Bart, notiert sich was, klopft nochmal seine Pfeife aus, stopft nochmal nach und nach ungefähr 10 Minuten hat er ein Blatt vollgeschrieben, dreht mal um, schreibt nochmal ein bisschen was und dann würde er noch einmal beraten zur Seite stehen, wenn ihr noch irgendwas anderes wollt. Eigentlich müsste ich ja damit, glaube ich, zur theoretischen Fakultät, aber vielleicht könnt ihr mir das in Kürze erklären. Gibt es irgendetwas, was ich tun kann, um mich besser vor Magie zu schützen? Also, so, keine Ahnung. Ich habe mal gehört, da könnte es Meditationstechnik oder sowas geben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da so machen kann. Man hat mir mal gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht für alles geeignet bin, da ich ein etwas aufbrausendes Temperament bin. Ja, die Theoretiker können dir da sicherlich noch etwas mehr zu erzählen, aber es kommt jetzt natürlich auf dein Problem an, was du schildern möchtest. Magische Hilfe kann dir natürlich eine Wand bieten, die keinen Schaden durchgehen lässt, eine unsichtbare Mauer. Ich würde meinen Geister vorschützen, jetzt hier irgendwie, dass Leute nicht einfach mir irgendwie irgendwelche Dinge in den Kopf setzen können, so komische Ideen oder so. Ja, wie gesagt, lass mich kurz ausreden, das ist nicht das, was du haben willst. Sich vor Magie schützen funktioniert natürlich auch im physikalischen Sinne und im psychischen Sinne. Physikalisch wäre es eine Kugel, die dich protektiert, das heißt vor feindlichen magischen Geschossen, aber auch das hilft dir in diesem Fall nicht. Du bietest jetzt eher den Geist, so etwas wie eine magische Resistenz, die du jetzt aufbauen möchtest. Das sollte eigentlich sehr, sehr automatisch geschehen, wenn dein Freund, der Kollegus, dich beispielsweise Zaubern aussetzt, kannst du dadurch, dass du dich daran gewöhnst, sehr automatisch mit der Materie dahinter verknüpfen. Wenn Kollegus Brindigian dich angreift, das kann er natürlich sehr kontrolliert tun und dir wenig schaden oder wenig in deinen Geist vordringen, dann wirst du sehr automatisch stärker werden. Aber Kollege, sicher sprichst du davon von Zaubern des Einflusses und der Herrschaft und dergleichen. Weil vor Schadenszaubern kann man sich schlecht durch mentale Meditationen schützen. Aber genau das ist doch das, was er wissen wollte. Zumindest habe ich ihn genau verstanden. Ansonsten hilft er nur die These des Guardiano. Nur leider kann ich ihm mit so etwas nicht helfen. Beziehungsweise beherrsche ich diese Zauber nicht. Ich beherrsche einen Zauber, um mich selbst dagegen zu wappnen oder nun meine Gefährten. Du siehst, wie er anfängt zu lächeln. Gar kein Problem. Wir können euch da auch weiterhelfen. Das ist etwas, wo ich dann an eine andere Akademie weitergeben würde, an eine andere Fakultät. Aber auch wir können euch einige Gerätschaften zur Verfügung stellen, einige Artefakte, wie man so schön sagt, die euch auch vor körperlichem, magischen Schaden schützen und eine Guardianum-Kugel um euch herumlegen. Gar kein Problem. Ja, also, wenn ihr Artefakte kaufen wollt, dann könnt ihr das euch überlegen, schreibt mir das ins Forum. Ich kann das im Forum ausrechnen, also wenn ihr irgendwas haben wollt, wie eine unsichtbare Mauer oder eine unsichtbare Schutzkugel wie Guardianum, wenn ihr einen Flimflam auf euer Schwert zaubern wollt, dann oder auf eure Axt, sagt mir das, können wir dann ausdiskutieren. Noch irgendwas, was ihr jetzt hier in dieser Akademie machen wollt? Gehen die Analysen von Personen an? Also könnte er mir irgendwie sagen, oder gefragt, was für Meisterhandwerke ich habe? Das weiß ich gar nicht. Kann mich auch nicht, dass das regelmäßig kann man Meisterhandwerke mit einem Odem nicht, aber mit einem Analys vielleicht herausfinden? Naja, irgendwie schon, oder? Nein.
Ich weiß es nicht. Also wenn er sie aktiv einsetzt, könnte man vielleicht über diese typische Reststrahlungsprinzip von DSA arbeiten, aber da müsste er sie erstmal aktiv einsetzen. Würde ich auch sagen, wenn du jetzt Meisterhandwerk bereden, nee, überzeugen, ist es, wenn du das aktiv einsetzt und er dann mit einem Odem drauf schaut, dann könnte er es sehen, aber ansonsten nicht. Genau, dann sieht er Magie und dann müsste er Analyse tanken. Könnte man mit Analyse also rausfinden, dass er ein magischer Effekt nämlich wirkt. Genau, und du weißt ja selber nicht, welche Meisterhandwerke du hast. Das ist das Problem. Also du kannst ihn jetzt nicht so sehr darauf ansprechen. Er kann dir halt jetzt sagen, dass du Viertelzauberer bist. Und dass dein Bart magisch ist, das kann er dir auch sagen. Aber mehr wird er wohl da nicht können. Wenn du halt stirbst, dann triggert vielleicht dein Schutzgeist, dann kann er dir das auch sagen. Ja, dann hat einfach daraus keine weiteren Fragen. Ja, dann könnt ihr meinetwegen für den heutigen Tage wieder allesamt euch sammeln vor dem Hotel. Ich wollte noch Alrik finden. Alrik, achso, richtig, du wolltest Alrik finden beim Flusshafen. Ja, viele, viele Hausboote und wenn du dich herumfragst, findest du auch das Flussschiff von Alrik. Mhm. Ja, schau dich an. Ja, genau, passt die Beschreibung passt. Schaut dich an. Oh, wer hat dir denn von mir erzählt? Oh, eine gemeinsame Freundin von uns, denke ich. Oh Gott, wie Name. Eschibit? Ach, Eschibit? Ja, die Vorsteherin des Effa-Tempels. Nigma. Was wollt ihr denn von mir? Nun, ich suche für einen befreundeten Nefer, der einen Ort, an dem er schlafen kann. Er wünschte sich etwas auf dem Meer. Er war lange Zeit auf einer Insel und ich denke, er sehnt sich zu der Nähe Efferts. Ja, gar kein Problem. Ich kann ihm mein Boot zur Verfügung stellen. Das ist nicht der erste, aber ich würde euch sagen, den Schlüssel kann er sich im Effa-Tempel abholen. Ich lasse ihn dann einfach hier, dann kann er sich die Tür aufsperren und ich werde dann aber bei meiner Tante schlafen, weil wenn ich hier in Kuntium bin, dann freue ich mich, dass ich hier auch wieder ein richtiges, normales Haus habe. Und ansonsten schlafe ich nur, wenn ich im Delta bin, auf diesem Boot. Hat er das auch für sich allein, ist okay. Das kann ich natürlich nachvollziehen, es ist sehr großzügig von euch. Vielen, vielen Dank. Gibt es einen Preis, den ihr dafür verlangt? Ja, soll er mir 2 Silber geben und dann gebe ich ihm den Schlüssel. Kann er mir ich morgen... Er ist ein Effert-Geweihter und Effert würde schon gut heißen, was ihr tut. Strahl. Ich strahle ihn mal an. Ja, würfel mal eine Überredenprobe. Okay. Da darfst du auch dein herausragendes Aussehen reintun und alles, natürlich, was du irgendwie hast. Wow, was? Ja, ich könnte also, auch Meister handwerken mit 16 Punkten, weil ich habe ja momentan noch 4 Regeneration. Ich habe das jetzt einfach mal rausgelassen. Aber ihr habt ja recht. Für einen Ferdi, also den kann man vertrauen. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ja. Legt ihn mir einfach morgen wieder unter die Fußmatte und dann soll das passen. Ich danke euch herzlich. Ich weiß nicht, wie lange er dort bleiben möchte. Ging es auch ein paar Tage mehr als eine Nacht? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich wieder das Delta hochfahre, aber wenn ich hier bin, dann kann er hier auch schlafen. Ich meine, jetzt haben wir eh schon den Schlüssel und wenn ihr es braucht, kommt ihr einfach zu uns und er wird dafür Verständnis haben. Ich meine, es ist schon eine sehr großzügige Geste von euch, uns das Boot einfach so zu geben. Ja, das will ich auch mal. Ich danke euch. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf ein Essen oder so. Wir sind auf jeden Fall noch etwas in der Stadt. Ja, gerne. Er beschreibt dir noch kurz, wo seine Tante wohnt und dass du da gerne zum Tee vorbeikommen kannst. Das ist ja nett. Das mache ich vielleicht. Er stellt dir dann auch die ganze Verwandtschaft vor, die er dann zu Hause rumsitzen hat. Also nennt dir auch noch ein paar Namen und wie süß die alle sind und dass sie sich sehr freuen würden, wenn du die kennenlernst. Und fragt dich auch, ob du verheiratet bist. Du kennst das ja. Also, du hast so viele Sternchen über, dass das jetzt negativ ist und er sammelt dir einen Knopf an die Backe und will nicht, dass du gehst. Aber ja, wenn du dann irgendwann dich lösen willst, guckst du irgendwie nach oben in den Himmel, schon fast dunkel und ach, du musst ja auch schon wieder zum Hotel Tulamilia. Ah, schade, du würdest dich so gerne länger mit ihm unterhalten, aber du hast den Schluss. Ja. Auf jeden Fall, höflichkeitshalber natürlich, höre ich mir das alles an. Ich merke mir auch, versuche mir zumindest den Namen zu merken, der Familie
Und vielleicht ist er ja ein guter Kontakt. Alrik, der Königliche. Ja, und dann würde ich mich natürlich auch mit einer leichten Verbeugung verabschieden. Ja. Gut. Allesamt wieder zum Hotel Tutamid. Ach, Wascha, da bist du ja. Was ein Tag. So viel Rennerei, so viele Leute, die einem einfach die Straßen ansprechen, wo man so viel Zeit verliert. Also es stimmt schon. Wenn man das Ganze etwas ausgelassener angeht, etwas angenehmer angeht und etwas weniger hektisch, dann ist einem das alles ziemlich egal und man kann das sehr schön alles hinnehmen. Es gibt hier so viel zu entdecken. Oh ja, definitiv. Nun, Ephadaios, ich habe euch versprochen, ich werde euch einen Platz zum Schlafen auf dem Wasser besorgen und das habe ich getan. Ja? Natürlich, für einen ziemlich günstigen Preis. Oh, das ist ja... Ich reiche dir den Schlüssel. 2 Dukaten. Nein, ich habe gesagt 2 Silber und dann gut. Oh, und wo ist das hier? Auf dem Manadi oder im Hafen? Ich werde wo? Euch gerne später dorthin führen, allein damit ich sicher bin, dass ihr auch dort ankommt und dass euch jemand ausraubt. Ich zwinker dir mal zu. Und dann könnt ihr dort schlafen. Er wollte erst nur eine Nacht, aber ich habe ihn dazu breitgeschlagen, dass ihr so lange dort bleiben könnt, bis er das Boot selbst wieder braucht. Wow. Vielen Dank, Wascha. Gerne. Er ist etwas überwältigt und dann umarmt er dich, drückt dich viel zu doll. Wir sind doch jetzt Familie. Gerne. Genau. Strahlt das ganze Gesicht. Anne ist sehr stolz. Siehst du auch. Also sie fühlt sich sehr geehrt, dass du sie umarmst. Und als du sie umarmst, guckt sie auch so über die Schulter und strahlt Rodrigo an, so nach dem Motto, guck mal, er umarmt mich. Rodrigo lächelt dabei. Er scheint ja zufrieden zu sein, dass das Ganze jetzt hier wirklich ein bisschen zusammenwächst, ohne dass man irgendwo hinterher treten muss, von wegen entschuldige dich, bedanke dich, was auch immer. Er scheint ja sehr zufrieden gerade zu lächeln. Ja. Und dann würde ich dir eben auch strahlend diesen Schlüssel geben und komm, ich bring euch dann später hin. Super. Aber jetzt sollten wir erst noch was essen, oder? Ihr seht alle ziemlich hungrig aus. Ja, ich denke, ihr seht alle ziemlich hungrig. Ja. Und dann würde man wohl im Hotel Tudamia sozusagen was zu essen bestellen. Ja, alles klar. Irgendwie sowas wie Fladenbrot mit Falafeln. Irgendwelche Bohnen, die da reingelegt werden. Ja, Wascha würde euch natürlich die tulamidischen Spezialitäten ans Herz legen und würde euch auch natürlich sowas wie Datteln und Datteln und Honig oder so und würde auch versuchen, euch irgendwie die ganzen Sachen zu zeigen, die es dort gibt. Oh, lecker, aber da kann man nicht mehr als 2-3 Datteln von essen. Das ist so süß, was klebt einen ganzen Mund zu. Ja, ein paar süße Mandeln, die dann angebraten sind mit Zuckerglasur, Äpfel, Trauben, Pflaumen, aufgeschnittene Pfirsiche, die dann richtig schön saftig sind. Und das Bier, nicht zu vergleichen mit diesem Zeug, was die auf Maraskan Bier schimpfen. Ja, was redest du denn da? Irgendjemand hat dir in dein Bier noch eine Zitronenscheibe reingeschnitten. Hier schwimmt irgendwas in meinem Bier. Ach, das ist die Zitronenscheibe. Gehört das hier rein, Wascha? Ich guck mal. Ich denke. Also, okay. Probieren wir mal. Und führt natürlich gleichzeitig mit einem Fladenbrot mit einer Art Kichererbsencreme darauf und stopft es dir in den Mund. Danke. Okay. Danke, danke. Ich werde hier noch kugelrund, wenn ich hier noch länger bleibe. Aber an diesen seltsamen raskanischen Schnaps kommt's nicht rum.